Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Yeah. So, wir sind im Wüstenburg, sind ja gut durchgekommen eigentlich. Zwei Parts sind schon sehr weit. Uns fehlt noch ein Geist. Und mir ist aufgefallen, eigentlich wollte ich aufhören, die Aufnahmesession beenden und mich rausbeamen mit der Tante. Allerdings habe ich die gar nicht gefunden. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Keine Ahnung, deshalb spiele ich jetzt einfach weiter und ziehe den Wüstenburg oder die Wüstenburg komplett durch. So, wir müssen nochmal zum Wolf werden und gucken, wo der letzte Geist denn ist. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen wieder in den Hauptraum. Haben wir einen Schlüssel? Nee, ne? Scheiße. Waren wir hier schon überall? Moment. Also, es geht nach... Da, nach rechts, oder? Nee, da waren wir. Da irgendwo. Ah, geradeaus gehen. Einfach, da ist noch eine Truhe. Ich denke, wir müssen geradeaus gehen. Ja, ich würde sagen, wir gehen in den Hauptraum zurück. Springen da also einfach eiskalt runter. Hier waren wir schon drin, ne? Ja. Ich hätte mir auf der falschen Seite rausgesprungen. Ich glaube. Pack ich das? Ja. Das müsste gehen. So. Okay, hier muss ich da lang. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Ich bin jetzt... Fuck, da ist noch eine Truhe. Nee, Quatsch, die ist halt hier in dem Hauptraum. Gucken wir erst... Okay, jetzt kommt das Licht zurück, das wir im letzten Part, am Ende des letzten Parts noch gefunden haben. Den Geist gekillt haben. Ja, der ist... Ne, Moment. Scheiße, der ist da lang. Okay, das war dumm. Wir holen uns erstmal hier die Truhe. Wenn ich wüsste, wie man da dran kommt. Ich habe den Geist irgendwie verpasst. Oh, oh, oh. Okay. Da können wir uns mit dem Greifhaken rüber hangeln. Wenn man sagen kann, keine Ahnung. So. Da ist eine große Truhe. Wahrscheinlich 100 Rubine oder so. Aber wir brauchen noch Herzteile übrigens. Na komm. Weil wir haben noch kein Herzteil hier im Dungeon. Yay! Ein Herzteil. Geil. Sehr schön. Das hätten wir. Also das erste. Komme ich da rüber? Oh nee, das schaffe ich nicht. Oder? Doch, schaffe ich. So, das ist jetzt dumm mit dem scheiß Wolf hier. Da muss ich irgendwo noch abbiegen. Der ist da runter. Ha, den habe ich voll übersehen. Manno. Da ist auch noch eine Truhe. Der ist da oben lang. Na komm. Muss ich das irgendwie wieder drehen? Um da ranzukommen? Vielleicht in eine andere Richtung diesmal. Und mal auf die Karte achten, wie sich der Weg verändert. Gar nicht. Okay, da war die Truhe. Okay, ich kann nicht mehr. Ich kann nur in die Richtung. Kann man hier irgendwas machen? Nee. Der ist da. Ah! Gott sei Dank habe ich geguckt. Da kann ich mich jetzt hochziehen. Wenn... Oh, wenn das überhaupt was bringt. Ja, klar, muss ja. So, kann... Ah, jetzt kann ich in den Raum. Dabei war ich ja verwirrt. Dass da noch ein Raum ist. Ist da sogar der Geist drin? Dann habe ich den voll übersehen. Ja. Und da ist wahrscheinlich der Geist drin. Ich dachte, da ist eh nichts, weil da keine Truhe ist. Yay, sehr schön. Der ist da. Ah, da hinten. Oh ne, nicht schon wieder so ein Spielchen. Bleibt ihr wieder ein Spielchen mit mir? Ne, der bleibt diesmal auch alleine. Gott sei Dank. Ja, ich kann dich nicht kriegen, wenn du in der Wand da rumbackst. Okay, ja, gebackt der nicht, der ist ja ein Geist. Ich kann den echt nur angreifen, wenn der so ein bisschen heller leuchtet.
Okay, Geisterseele. Wir haben alle Geister. Das heißt, wir können geradeaus durch. Uns fehlt nur noch das Dungeon-Item und ein Herzteil. Dann hätten wir alles. Geht doch flotter, als ich gedacht habe. Wir sind mittlerweile im dritten Part von dem Dungeon. Ich will wieder runter. Oder raus, besser gesagt. Im dritten Part. Der letzte Tempel. Wie lange hat der denn gebraucht? Wie lange habe ich dafür gebraucht? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Der Seeschrein war das. Da habe ich am längsten gebraucht. Ich glaube, 7 Parts oder so. Oder 8. Oh, Ratten. Wieder. So, da schieben wir einfach wieder zurück. Und dann sind wir ja gleich wieder im Hauptraum. So, da. Sehr schön. Gefällt mir. Aber der Dungeon ist cool. Aber es gibt coolere. Da kommen noch sehr coole. So, das Licht kommt raus und damit hätten wir alle 4. Bin ich mal gespannt, was passiert. Achso, ja, die Tür geht wahrscheinlich nur auf. Oder das Tor ist ja riesig. Kann man ja nicht Tür nennen. Nice. So. Erstmal um Ohr kratzen. Ich hoffe, meine Batterie hält von der Fernbedienung. Denn ist nämlich schon rot. Da lang. So. Wir gehen weiter. Das heißt, die linke Seite haben wir durch, die rechte Seite, beziehungsweise halt hinten alles. Hier haben wir alles durch. Das heißt, nur noch hier das kleine Stück, das hier. Okay, da ist noch ein großer Raum. Ja. Ja. Oh Gott, da geht es dann nochmal zurück. Muss ich da überall hin? Oder war ich das schon? Scheiße, da muss ich wieder zu... Oh, fuck. Okay, das dauert doch noch ein bisschen länger, als ich gedacht hätte. Oh, was ist das? Das hier. Ah, okay. Ja, ich weiß ja, was ich für ein Item bekomme. Guckt euch das Ding kurz mal an. Ey. Haben wir hier den Masterschlüssel? Kommen wir darüber? Nee, anscheinend noch nicht. Hinten ist noch eine Tür. Das heißt, wir gehen nach links. In den kleinen Raum da. Was haben wir hier? Achso, jetzt geht's nach unten wahrscheinlich. Da mache ich mich mal wieder zum Link. Wir müssen ja jetzt nicht mehr dem Geruch folgen. Es geht runter. Oh, okay, da muss ich aufpassen. Okay. Fast alle Dinger verpasst, aber ist egal. Ich glaube, da ist sowieso nur eine Truhe. So. Das kann ich auf jeden Fall drehen. Mache ich einfach mal. Ah. Okay, habe ich einen Schlüssel? Nee, ich habe keinen Schlüssel. Scheiße, warum habe ich keinen Schlüssel? Ah, man kann es immer höher drehen. Jetzt muss ich gucken, wo eine Truhe hier ist für einen Schlüssel. Und zwar hier irgendwo. Ja, nee. Psst. Fickt euch. Ich hasse sowas. Machen die mir einfach die Tür zu. Dann gehen wir einfach hier den langen Weg. Unnötig. Ja, ist gut. Ich hab's verstanden. Yay. Schlüssel. Danke. Und jetzt können wir hier runter. Scheiße, welche Richtung war denn das jetzt? Die? Um runter? Yep. Ich dachte, hier gäbe es noch mehr, aber... Scheiße. Okay. Ich habe ein kleines Problem. Meine Batterie sind leer. Scheiße, ich kann nicht greifen. Habe ich hier noch eine Batterie? Moment. Warum passiert mir das immer während der Aufnahme? Keine Ahnung, jetzt hole ich einfach die Batterie aus der Maus, wo ich sie habe. Ich hoffe, das reicht ein bisschen. Nee, natürlich nicht. Das ist dumm, ich habe hier keine. Un momento. Holen wir einfach aus der Tastatur. Ich habe nämlich keinen Bock zu schneiden. Da muss ich jetzt einfach gucken. Irgendeine Batterie ist leer. Von den zwei. Scheiße. Die sind alle leer. Das ist bitter. Die vielleicht.
Das tut mir leid jetzt. Ich habe aber keine Lust jetzt hier Pause zu machen. Scheiße, die sind echt alle leer. Und Schneiden ist behindert. Moment. Die blinkt. Und geht nicht. Scheiße. Ah, das sind noch mal drin, oder? In der anderen Fernbedienung. Nein, natürlich nicht. Och, fickt euch doch. Wie mache ich das denn? Ist nämlich ein bisschen dumm im Schneiden bei Konsolengames. Oder ich mache hier mal einen kürzeren Part. Nee, das ist dumm, kürzeren Part. Schade, schade, schade. Da muss ich wohl doch schneiden. Falls ich das noch nicht gemacht habe, kann natürlich sein. Komm schon, halte durch, Batterie. Okay, Kopfhörer an. Sie halten die durch? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob die jetzt durchhalten. Okay, wir sind unten. Das tut mir jetzt leid, die eine Minute da. Batterien suchen und so. Aber das sind jetzt die gleichen Batterien. Keine Ahnung, warum das so gespackt hat gerade. Ich kann ja noch alles machen. Okay, jetzt kommt so ein Scheiß. Da gibt's aber keine Truhen. Da ist zu. Ja, ich hab's verstanden. Alter! Okay, das ist dumm. Komm! Warum läufst du so behindert? Da komme ich echt nicht rum. Alter, wie nervig! Darf ich jetzt spielen? Ganz normal, bitte? Du musst hier lang. Oh, Leute. Nervig. Ich habe jetzt hier keine Batterie liegen. Das ist bitter. Na gut, dann muss ich hier kurz einen Part machen. Das tut mir leid. Tut mir leid für das nervige Ende. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber im nächsten Part geht es dann hier weiter. Mit voller Batterie, das verspreche ich euch. Okay, gut, dann war's das für den Part und wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.